Mein Name ist Bruno Raffa. Als Präsident der Schweizerischen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa Vereinigung treffe ich heute die SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Sie wird sich für 24 Stunden in die Haut von uns Betroffenen versetzen, weil die beiden Krankheiten Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa immer noch von Tabu behaftet sind. Die Öffentlichkeitsarbeit ist darum sehr wichtig. Vorbereitung ist alles bei unserer Krankheit. Darum übergebe ich dir hier so ein Säckchen mit verschiedenen Sachen drin. Du wirst dann angewiesen mit der App, was du mit dem machen musst. Danke vielmals, Bruno. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten 24 Stunden. Das ist eine grosse Herausforderung für mich. Und ich werde dann nachher berichten, wie es mir gegangen ist in deinen Schuhen. Danke, Edith. Ich freue mich auf morgen. Ich bin auch gespannt auf deine Erlebnisse. Oh, hey, Ivo, du, aber ich habe keine Zeit, ich sollte weg. Ist es schon wieder verladen hier in der Sitzung? Ja, nein, die Sitzung wäre spannend, aber ich mache auch ein Projekt mit von einer chronischen Erkrankung. Und jetzt muss ich dringend aufs WC. Ich erkläre das aber gerne später. Hallo. Ist das gut? Tschüss! Tag. Also Edith, jetzt bin ich natürlich gespannt. Wie ist das gelaufen in diesen 24 Stunden, wo du in unserer Haut oder in unseren Schuhen gelebt hast? Was war so das Schlimmste für dich? Ich hatte einen grossen Respekt, schon bevor ich dem Projekt zugesagt habe. Und als ich sie jetzt wirklich hautnah erlebt habe, ist es natürlich schon ein grosser Unterschied einfach zu der Theorie gewesen. Das Schlimmste für mich war, als ich eine Einladung bekommen habe an eine Hochzeit. Das hat an einem Strand stattgefunden und ich dann einfach gemerkt habe, da kann ich nicht teilnehmen. Und dann habe ich gespürt, boah, da bin ich ausgeschlossen von meinen besten Freunden, wenn so etwas Spezielles stattfindet. Und ich kränke meine Freunde auch noch, weil ich nicht teilnehme am Hochzeit. Die können sie dann vielleicht gar nicht verstehen. Ja. Was auch zentral war, ist, dass ich meine Agenda nicht mehr selber bestimmen konnte. Dass ich nicht sagen konnte, jetzt mache ich eine Stunde das, jetzt mache ich zwei Stunden das, die Sitzung geht bis dann. Sondern ich war total fremdbestimmt und musste einfach, egal wie wichtig die Diskussion war, aus dem Sitzungszimmer rausrennen. Das ist sehr hart gsi und ich habe mir dann immer vorgestellt, hey, du lebst jetzt das 24 Stunden. Wie ist das für die kranken Frauen und Menschen, die das tagtäglich 24 Stunden erleben? Ja Bruno, wie ist denn das jetzt für jemanden, der direkt betroffen von dieser Krankheit ist? Kannst du mir das schildern, was das für dich für Einschränkungen bringt in deiner Lebensqualität, in deiner beruflichen Einsatzfähigkeit? Mhm. Für uns Betroffene, es gibt verschiedene Betroffene, schwer erkrankte, weniger schwere Fälle. Viele haben aber etwa 80% der Betroffenen haben das Problem mit dem Durchfall und müssen immer auf die WC springen. Und wir sind von dem her sehr gestresst. Mit der Zeit entwickelt sich das dann auch da oben ein bisschen. Man geht nicht mehr gerne fort, weil man denkt, ja, man muss eh wieder schauen, wo sind die WC. Also man muss eigentlich alles planen. Schlimm ist halt wirklich auch, wie du sagst, aus Sitzungen rausspringen. Manchmal sogar, wenn ich am Telefon bin, plötzlich meldet sich der Darm und ich muss sagen, ich kann dringend kann ich zurückrufen und x-mal schon aufgehängt, das Telefon. Und das ist natürlich, oder auch eben so in Ausgang gehen mit Freunden, das ist alles immer sehr kompliziert und mühsam. Darum ist es wichtig, dass wir offen sind, dass wir das lernen müssen. Das kann man nicht einfach so gerade über die Krankheit reden. Das ist nicht so einfach. Weil es ein Kranker ist, der einfach mit dem Darm und mit Durchfall zu tun hat, über das redet niemand so gern. Mhm. Aber ich glaube, je offener das man ist, umso relativ einfacher wird es. Natürlich haben wir den Stress immer noch da innen und überall. Wenn ich in den Stau komme, ist natürlich genau der, wo ich aufs WC muss.
Aber es ist doch ein bisschen einfacher, wenn man das einfach offen sagt. Was empfiehlst du denn jetzt auch jemandem, der zum Beispiel frisch erkrankt an dieser Krankheit? Ja. Neuerkrankten empfehle ich, sich möglichst schnell mit anderen Betroffenen zusammenzutun. Also Kontakt suchen, das ist ja heute sehr einfach. Wir haben gute Gruppen in unserem Verein, sei das in echt oder in Facebook oder so Sachen. Dort kann man sofort sich austauschen. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht allein fühlt und dass man sich öffnet. Weil das Öffnen ist auch im Alltag eben wichtig, zum Beispiel gegenüber dem Arbeitgeber. Man muss halt trauen über solche Sachen. Es ist schwierig, über Durchfall zu reden und das stinkt halt. Das ist nicht etwas, wo, wie wenn ich eine Grippe habe oder ein bisschen Kopf oder irgend so. Es ist einfach ein bisschen eine Krankheit, die mit Tabu behaftet ist. Und das ist die Schwierigkeit, einerseits im Alltag, andererseits aber auch wegen der Therapie. Wenn ich mich nämlich isoliere, dann würde ich mich auch gegenüber von meinem Arzt isolieren. Sei das der Hausarzt. Es gibt viele Betroffene, die immer noch beim Hausarzt in Behandlung sind. Und das ist nicht ganz korrekt. Die Krankheit gehört in die Hände eines Gastroenterologen. Ja. Der muss das überwachen, vielleicht einmal alle zwei Jahre oder so. Mal die Darmspiegelung und so weiter, die richtigen Medikamente herausfinden. Und dann kann man ruhig wieder zum Hausarzt, aber der Hausarzt ist meistens ein bisschen überfordert, weil es halt nicht so oft vorkommt. Wir haben etwa 16'000 Betroffene in der Schweiz. Ja. Könntest du dir vorstellen, jetzt als Nationalrätin da im Bundeshaus weiterzuschaffen, wenn jetzt die Krankheit plötzlich diagnostiziert bekämpft ist? Du wüsstest, du hast jetzt eine Krankheitskarriere quasi vor dir. Ja, ich könnte mir vorstellen, auch als Nationalrätin weiterzuarbeiten, wenn ich die Diagnosen überkäme. Wichtig wäre für mich, dass ich so gleich wie möglich könnte, offen und transparent meine Kolleginnen und Kollegen, Parlamentsdienst, Bevölkerung informieren, dass wenn ich einmal an einer Abstimmung nicht teilnehmen kann, weil ich dringend aufs WC haben müsse, dass das nicht irgendwie das Kaffeekränzli war, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Ich stelle mir auch vor, dass ich auch gerne Sitzungen leiten würde. Und auch da ist es einfach wichtig, offen und transparent informieren und damit einen Beitrag auch zu leisten für unsere Gesellschaft. Wir sind ja schließlich Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Und da müssen alle Leute vertreten sein, auch Leute mit einer chronischen Erkrankung. Was ich mir nicht vorstellen könnte, wenn ich jetzt Lokführerin wäre, in solchen Berufen, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Aber Nationalrätin, das würde gehen. Und es wäre ja genau auch da noch wieder ein Zeichen für Sensibilität, für Offenheit den Menschen mit einer Krankheit gegenüber. Und in dem Sinn finde ich das einfach fantastisch, was ihr macht. Und ihr habt mir jetzt durch den Tag, wo ich in euren Schuhen sein konnte, ermöglicht, ein bisschen näher an die Krankheit zu kommen, noch mehr Verständnis zu wecken, in Zukunft offener sein und auch vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Danke vielmals, Edith. Das wirst du auf jeden Fall machen. Nur schon mit dem, dass wir jetzt das können drehen, dass wir das zeigen in der Öffentlichkeit. Und das ist für uns ganz, ganz wertvoll. Danke vielmals. Ich danke dir und ich wünsche dir alles, alles Gute, Bruno, und auf bald.